So, das hier funktioniert wunderbar, aber die sind voll. Und damit staut sich ja alles. Ah. Ach du Scheiße, das wird aber nicht reichen. Wir haben hier noch ein Filtersystem drin. Das hätte man auch etwas schöner bauen können. Dann hätten wir da mehr Platz. Dann könnte ich den nämlich erweitern. Wobei es ist die Frage, wie viel Kupfer kommt denn da noch durch? Hallo? Das ist eigentlich nur von den Jungs da unten. 938, der landet aber da drüben. Der baut auch nichts mehr ab. 5400, 8000, 9000, 10.000. Ja, es ist noch eine gute Menge. Und dafür, dass es sich so staut. Okay, warte mal, dann mache ich das jetzt schnell anders. Teilerfließband. Bevorzugter Ausgang ist rechts, Filter auf Eisenerz. Und der läuft darüber. Dann kann ich nämlich hergehen und das hier wegreißen. Dann packt man hier nochmal Stahlträger hin, also Stahltruhen. Die Musik ist gerade wieder so bedrohlich. Und ich sollte vielleicht mal ganz kurz das Spiel speichern. Ab und zu ist Speichern einfach nicht verkehrt. So, jetzt kann der hier ein bisschen mehr puffern. Ich glaube allerdings nicht, dass das reicht. Wobei, wir können es ja nochmal nach oben ausweiten. Den Platz haben wir ja jetzt. Ich könnte hier nochmal ein paar Kisten hinstellen. Aber das mache ich erst dann, wenn es wirklich erforderlich ist. Oh, das hier ist auch wieder so blöd. Die da unten gehen nicht weiter, weil sich hier alles vollstaut. Weil es bringt auch nichts. Hier oben ist auch alles voll. Also wir haben momentan überhaupt nicht den Verbrauch. Guck mal, wie hier alles steht. Ja, okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich werde davon was abzwacken für die Schmelzstraßen, von denen ich die ganze Zeit nur rede, aber bisher baue ich sie nicht. Was ich jetzt allerdings noch schnell machen sollte, ist Munition zu holen für unsere Erzanlage drüben, dass wir die sichern können. Die ist momentan total... Alter! Momentan ist die total ungesichert. Das gleich nochmal, das war da hinten. So, was haben wir denn da? 1300 Magazine, sehr schön. Hoppla. Das war wieder ein Baum. So, ich hoffe, der Zug kommt gerade nicht. Hallo. Oh, das ist aber. So, jetzt aber. Ja, könnte noch ein bisschen dauern, bis der hier voll wird. Ach, der war gerade wieder bei uns hinten beim Ausleeren. Alles klar. Ich bezweifle allerdings, dass die Munition reichen wird. Jetzt wären wir genau hier angegriffen. Was für ein Timing. Ja, und mir schreibt gerade schon wieder jemand. Ich gucke gleich. Ich gucke sofort. Ja, das war natürlich typisch. Dass die Muni jetzt wirklich nicht. Die haben da oben ein Nest. Sieh mal einer an. Scheint auch etwas größer zu sein. Sehr nett. Hä, was? Wo werden wir denn jetzt schon wieder attackiert? Hä? Was jammert der denn rum? Da war ich doch gerade. Ist doch alles gut? Ist alles gut? Alle leben noch. Hey, ich habe keine Muni mehr. Cool. Eisenerz. Wieso habe ich keine Muni mehr? Haben wir echt so wenig? Oh mein Gott.
Schon langsam sollte ich mir Gedanken machen zwecks der Munitionsfertigung. Das ist ein Problem. Hast du noch Muni? Du hast auch keine Muni. Verdammt. So, wer oder was schreibt? Ist aber sehr geschriebig. Nee, Moment. Lassen Sie mich ganz kurz darauf antworten. Ist natürlich praktisch mitten im Let's Play, ne? Okay. Ja, wenn wir die auslöschen würden, wäre natürlich nett. Aber so ganz ohne Munition. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Munition. Wir haben da drüben so viel Eisenvorrat. Wow, was? Was? Wo kommt ihr jetzt angeschissen? Von dem Nester oder was? Na super. Das heißt, hier brauche ich jetzt doch Verteidigungslinien. Wobei, die sind immer hier hochgezogen, ne? Die haben da unten nichts gemacht. Okay. Naja, gut. Ist da das Gras über die Gleise gewachsen? Sehr beruhigend. Munitionsfertigung. Gucken wir uns die doch mal gerade an. Also da dürfen wir auf jeden Fall. Ach Gott, es sind die Stahlträger. Es sind mal wieder die Stahlträger. Habe ich noch so rote Kräne? Jawohl. Einer fehlt. Um einen geht es sich nicht aus. War ja klar. Gut. Eisen und Munition hätten wir hier zur Genüge. Aber die Stahlträger sind hier das Problem. Warum ziehe ich den eigentlich nicht einfach hier direkt durch? Oh, das war doof. Ich glaube, die Stahlträger, die filtert er dann so schon raus. Ja, doch, das geht. Aber da landen trotzdem immer wieder ein paar dazwischen. Warum? Ach Gott, weil der die beidseitig hat. Ah, deswegen. Haha, deswegen habe ich das so gemacht. Okay. Nee, der war verkehrt. So eigentlich, genau. Aber Stahlträger-Output gefällt mir trotzdem nicht. Hier kann ich eigentlich auch mal sagen, bevorzugter Ausgang links, Filter auf Stahlträger. Wenn ich jetzt ein paar hier draufsetze, ja, dann landet alles da unten. Gut. Aber nichtsdestotrotz, die kommen mit ihrem Eisen nicht wirklich hinterher. Wir brauchen mehr Eisen. Also für eine Starterbasis ist das ganz nett, aber taugen tut's nicht wirklich was. Wie viele Handgranaten habe ich noch? Nicht mehr so viele. Okay, Moment. Ich hole mir kurz welche von oben. Dann schaffen wir uns in der Ecke ein bisschen Platz und dann fangen wir mal an mit den größeren Schmelzen. Das wird bestimmt lustig. So, warum produzierst du nicht mehr weiter? Du brauchst Eisen. Wir haben hier gar kein Eisenerz. Hä?
Habe ich das vorher irrtümlicherweise weggerissen? Nee, stopp mal. Eisenerz ist diese Linie. Das wäre die Linie. Ach so. Ach so, das ist das Versorgungsding da drüben. Oh mein Gott. Ich dachte, der hängt am unteren Netz mit dran. Ah, okay. Ja, okay, das muss ich kurz fixen. Das müsste ich schnell mal fixen. Ja, genau, der ist nämlich hier komplett fertig. Ja, okay, dann bauen wir das mal schnell auf das andere Feld rüber. Von den langen habe ich noch, von den großen Strommasten habe ich noch 4 Stück. Die werden wir auch dringend brauchen. Aua. Das war immer wieder typisch für mich. So, das ist das Eisenfeld hier, ja? 170.000. Naja. Naja. Gut. Dann baue mir das Ding doch hier einfach mal voll. Hier lasse ich jetzt wieder einen Slot frei. Nein, einen Slot habe ich gesagt. Wobei, ich glaube, das ist doch ein bisschen übertrieben. Wie viele brauchte ich für da drüben? Für. Ja, jetzt funktioniert das mit dem Radar schon wieder nicht. Das kapiere ich nicht. Hier drüben geht's. Hier nicht. Interessant. Moment, jetzt muss ich kurz mal nachgucken. Early Game, Blaupause. Nein. Was haben wir da? Wie viele Öfen? 33. Da oben haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt 22 Öfen, ich brauche 11 Stationen hier. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also die Reihe würde bereits genügen, das da unten ist eigentlich unnötig. Da wir aber das Eisenfeld hier so oder so depleten werden. Naja, eigentlich kann ich das ganze Ding da in die Forschung reinpacken. Wir haben eh so viele von den Erzförderern. Gut, dann brauchen wir hier noch eine Linie, die hier durchführt. Ein paar Verteilerfließbänder wären nicht verkehrt in der Zwischenzeit. Okay, damit werden die alle angebunden. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich sie irgendwie stromtechnisch anschließe. Das ist doof, das geht nicht. Dann machen wir hier zwei. So, jetzt. Okay, braucht noch eine Verbindung nach unten. Das hätten wir. Sehr schön, sehr schön. Ah, ich bin gespannt. So, die zwei hier außen fehlen jetzt, oder? Ne, es fehlt nur der da. Dann machen wir das so. Habe ich noch ein paar Lampen? Jo, habe ich.
Das Ding muss ja nicht komplett in Dunkelheit gehüllt sein. Du bräuchtest noch eine Anbindung, haben wir gesagt. Okay. So, der ist am Arbeiten. Ja, der macht's schon gut voll, das Teil. Das staut sich bis da oben hin. Ach Gott, weil das ein langsamer ist. Meine Güte. Okay. Und damit läuft der jetzt dahinter. Das dürfte ausreichen. Gut, hätten wir das auch wieder angeschmissen. Ja, Stahlträgerfertigung. Dachte ich mir schon, das reicht überhaupt nicht aus für die Jungs. Und jetzt haben wir da sogar das Problem mit der Munitionsfertigung. Ja, hey. Also mit der normalen Munition, meine ich. Dass der da ein bisschen hinterher spackt. Du kannst mal weg. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3. Oh. Ich müsste den um 1 weitersetzen. Dann käme ich hier noch mal einer hin. So. Wahrscheinlich wird es vom Eisenvorrat her nie reichen. Ich sollte vielleicht hier auch mal die roten Fließbänder langsam mal setzen. Also langsam, aber sicher wird's mal Zeit. Ach Gott, der frisst es auch noch für die Zahnräder. Und das sollte ich natürlich auch ein bisschen sinnvoller gestalten hier. Naja, wobei es wird sowieso nicht voll, weil der Output zu viel ist, der Output zu wenig ist, meine ich. Ja. Naja gut, dann läuft der mal. Wir nehmen uns hier nochmal ein bisschen Muni mit und sichern jetzt mal ganz kurz noch unsere Erzförderanlage, wo der Zug immer hin und her düst. Die ist ja noch nicht komplett abgesichert. Und dann gehe ich endlich mal diese dämlichen Schmelzstraßen an, versprochen. Dann machen wir es schon langsam mal. Oh, wir haben ein bisschen was an Munition dabei. Die werden jetzt auch gesichert. Gut. Damit ist der Bereich einsatzfähig. Dann. Ach Gott, hier habe ich ja noch den Durchgang. Ha, nett. Jetzt ist die Frage, wenn wir hier gar so viel Kohle haben, wie viel ist denn das? Fast eine Million. Sollen wir dann wirklich das Öl für Treibstoff verschwenden? Weil irgendwie, wir haben zwar auch ziemlich viel Öl, das scheint bei den momentanen Verhältnissen ziemlich lange zu halten, aber ich glaube, wir werden es für andere Dinge brauchen, ne?
Ja, weiß ich noch nicht. Was sagt überhaupt der Stromverbrauch eigentlich? Der sieht gesund aus. Okay, brauchen wir uns noch keine Sorgen zu machen. Der sieht sehr gut aus.